Ja, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Hearts of Iron 4 mit Deutschland. Bei der fünften Folge sind wir jetzt. Ja, heute ist es soweit. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass wir heute den Zweiten Weltkrieg starten. Zuerst gucken wir uns mal an, was wir hier für ein Bündnisangebot haben. Der Ungarn möchte uns beitreten. Das werden wir denen nicht ausschlagen. Wir nehmen die gerne ins Bündnis auf. An sich haben wir trotzdem noch Minus in der Artillerie. Deshalb werde ich jetzt mal die Reserven, die wir haben, nochmal aufsplittern. Nochmal 12 wegtun. Ja, ich weiß, es ist relativ waghalsig, aber wir müssen es probieren. Wir werden jetzt mal die deutsche Luftflotte, die vorhanden ist, komprimieren. Und mal in die Flughäfen schicken, die wir haben. Oh, okay. Die Ungarn möchten doch nicht in unser Bündnis. Ist ja deren Sache. Ich habe damit jetzt kein Problem. Unsere Luftwaffe macht sich jetzt direkt mal in Vorbereitung. Und dann werden wir gleich mal schauen, wie sich unsere Armee im Großen und Ganzen gegen die polnische Streitmacht stellen wird. An sich bin ich relativ überzeugt davon, dass wir doch ein recht gutes Ergebnis einfahren werden und nicht zu hohe Verluste hinnehmen müssen. Ich werde mal den Herrn von Beck noch einstellen. Auch wenn ich später noch jemand anderen einstellen möchte, ist das jetzt erstmal der Mann meiner Wahl. Und der Herr von Fritsch, das ist auch ein super General. Oh, die MP40 haben wir auch fertig. Das bedeutet, auf den Überfall auf Polen haben wir schon die ersten modernen Maschinenpistolen, was natürlich auch ungemein hilft. Ich werde jetzt hier noch Luftgeschwader ausheben, die nicht so gut ausgebildet sind, aber die trotzdem den Hoheitsraum der deutschen Luftwaffe wahren sollten. Das ist das Wichtigste. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Gotthard Heinrici ist nicht so begeistert an der Frankreich-Front. Ja, um ehrlich zu sein, gefällt mir das auch nicht. Mir wäre es lieber, dass es denen da etwas besser geht. Die möchten eigentlich Angriffspakt mit uns, den werden wir gerne annehmen, die Bulgaren. Da wir in den Krieg jetzt gehen, würde ich auch sagen, das MG42 wäre schon eine tolle Sache, genauso wie verbesserte Infanterieausrüstung. Was wir jetzt noch tun werden, ist mit den 12 Divisionen, die jetzt übrig geblieben sind, und Herrn Blaskovic werden wir hier eine Art Verteidigungslinie ziehen. Diese gilt wirklich nicht den Angriff, es gilt einfach nur darum, dass wenn die Niederländer, also Benelux-Staaten beitreten sollten, dass wir uns verteidigen können. Mit VS meine ich einfach nur Verteidigungsstellung.
Also für die Leute, die da jetzt vielleicht zu viel rein interpretieren, das ist leider nicht so komplex, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt. Ja, ich denke, ich werde die 10 U-Boote noch von Dönitz ab manövrieren und werde diese zum Konvoi-Überfall in die Ostsee schicken. Ja, dann sieht es fast so aus, als wäre es jetzt bald soweit. Wir werden jetzt noch ein 100er Luftnahunterstützungsgeschwader an die dänische See schicken, um die Marine anzugreifen. So, dasselbe wollen wir aber auch kurz noch hier machen. Da genau das 100er Geschwader soll hier hin, um die Marine anzugreifen. Und dann nehmen wir noch einen 100er Geschwader und dieses soll die obere Ostsee absichern. Wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen, es wird jetzt zum Krieg kommen. Ich denke, wir werden jetzt sehen, was der Krieg uns bringt. Wir werden den kompletten Krieg mal auf 2 austragen. Ich setze jetzt mal eine grobe Angriffslinie und wir werden jetzt den Angriff leisten. Gut, die deutsche Infanterie marschiert relativ erfolgreich bis jetzt. Wir werden das jetzt mal. Wir werden jetzt mal aus Ostpreußen versuchen, vorzurücken Richtung Danzig, um unsere Kameraden dort zu unterstützen. Ja, die Bulgaren werden wir mit ins Bündnis nehmen. An sich sieht momentan das Kräfteverhältnis relativ zu unseren Gunsten aus. Wie man auch sieht, also wir haben jetzt keine erheblichen Probleme in der Front vorzurücken, was natürlich doch relativ schön ist. Wir können uns das gleich auch mal verlustetechnisch anschauen, was wir hier machen. Wir haben jetzt 181 Mann verloren. Und in Polen sind bis jetzt 6.000 Mann gefallen. Aber es wird natürlich auch noch problematischere Stellen geben, wo es am Ende nicht mehr so schön aussieht. Luftwaffentechnisch sieht es gar nicht so extrem gut aus. Es ist in Ordnung. Aber es ist nicht prickelnd. Wir werden mal die Bf 109A1 ausrufen und diese in allen Werten mal etwas verschönern, sagen wir es mal so. Und wird jetzt in Produktion gehen. Okay. Also wir sehen langsam pendeln sich die Verlustzahlen auch ein. Es ist nicht mehr so einseitig, wie es am Anfang war, aber wir werden jetzt erstmal den Handel mit Spanien dort einstellen und werden jetzt erstmal mit den Sowjet handeln. Auch wenn wir dies natürlich über lange Zeit auch nicht machen können. So, wir haben jetzt ein Riesenglück. Wir haben jetzt erstmal die Zufuhr zu Danzig gekappt, was schon mal ein relativer
Vorteil sein soll für uns. Aber wir werden die jetzt mal unter uns, unter einem kompletten Kommando unterstellen. Und wir werden die jetzt neu aufstellen. Und werden den Feldmarschall den Befehl geben, dass er hier Richtung Stanislau marschieren soll. Und werden mal gucken, wie das ausgeht. Also, wir haben jetzt ein relatives Problem, aber das werden wir gleich uns auch aus dem Weg räumen. Wir werden synthetische Fabriken bauen und dann ist das alles auch nicht mehr das Problem, wie es jetzt gerade scheint.